Was früher der Hindukusch war, ist heute der Pazifik und Indische Ozean. Deutsche Interessen werden vor den Küsten Australiens, Indonesiens oder Südkoreas verteidigt. Start zur Großübung Talisman Sabre. Vom 22. Juli bis 4. August findet die internationale Großübung Talisman Sabre statt. Gastgeber ist Australien, Teilnehmer kommen aus Fidschi, Indonesien, Japan, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Südkorea, Tonga, Frankreich, Großbritannien, Kanada, den USA und Neudeutschland. Als Beobachter dabei sind die Philippinen, Singapur und Thailand. Bei Talisman Sabre geht es um das Zusammenwirken von Luftwaffe, Marine und Heer im indopazifischen Raum mit Bündnis- und Wertepartnern. Die über 30.000 Soldatinnen und Soldaten sollen die Interoperabilität außerhalb der NATO testen und festigen. Gefallen Ihnen unsere Videos? Dann würden wir uns über ein Like, Abo und das Klicken der Glocke freuen. Besten Dank! Aus Deutschland nehmen auch über 200 Bundeswehrangehörige von Heer und Marine teil und werden an der Großübung zusammen mit den Partnern an amphibischen Operationen und Gefechtsübungen an Land teilnehmen. Integriert werden die deutschen Kräfte in die multinationale Kampfbrigade unter australischer Führung. Talisman Sabre findet seit 2005 alle 2 Jahre unter wechselnder Führung statt. Dieses Jahr findet das erste Mal auch ein Echtschießen der japanischen Streitkräfte statt, welche in Anbetracht der militärischen Bedrohung durch China ihre selbst auferlegten militärischen Beschränkungen am Reduzieren sind. Die 10. Durchführung dieses Jahr ist die bislang größte Talisman Sabre in Bezug auf geografische Ausdehnung und Anzahl der teilnehmenden Nationen.